Ich darf Herrn Barke nun nach vorne bitten zu seinem Eingangsstatement. Herr Barke ist Direktor der Agora Energiewende in Berlin. Ein, ja, auf Englisch sagt man Think Tank, auf Deutsch sagt man Denkfabrik, Denkwerkstatt, gibt verschiedene Wörter. Ich weiß nicht, was Ihnen persönlich am liebsten ist, aber jedenfalls ein, ja, Leute, die sich viele Gedanken machen über die Zukunft der Energiewende, auch zum erneuerbare Energiengesetz. Natürlich hat Agora Energiewende einiges gemacht und ja, ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte, Herr Barke. Ja, vielen Dank, Herr Janzig, Frau Fraktionsvorsitzende, liebe Edith, Herr Fraktionsvorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Wenn man eine Redezeitbeschränkung von 15 Minuten hat, dann muss man sich auf das Wichtigste konzentrieren. Das muss ja nicht schlecht sein. Deshalb zwei Thesen gleich an den Anfang. These 1, die Energiewende tritt jetzt in eine neue Phase. These 2, wir sind bei dem Umstieg von nuklearer und fossiler Energieerzeugung hin zu regenerativer Energieerzeugung jetzt an einem Wendepunkt. Ich will diese beiden Thesen kurz begründen. Als wir im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz geschaffen haben, ich sage jetzt wir, weil ich war damals Staatssekretär im Bundesumweltministerium und insofern auch beteiligt, da wusste keiner von uns, welche Technologien sich eines Tages durchsetzen würden. Und deshalb haben wir je nach Technologie eine Einspeisevergütung definiert, die Investoren brauchten, damit ausprobiert wird, ob bestimmte Technologien auch funktionieren oder nicht. Und dann ist über die Degression und über regelmäßige Überprüfung dafür gesorgt worden, dass keine Überförderungen stattfinden auf der einen Seite, aber auch genug Einspeisevergütung gezahlt wird, damit Lernkurven abgefahren werden können. Jetzt sind wir 13 Jahre schlauer. Das alles ist viel schneller gegangen, als wir das damals auch ich uns haben vorstellen können. Dieses Jahr werden wir vermutlich 25% des konsumierten Stroms hier in Deutschland aus erneuerbaren Quellen haben. Eine gigantische Entwicklung in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber was wir damals mit Sicherheit auch nicht gewusst haben, das ist, welche Technologien sich denn eigentlich durchsetzen würden. Und heute, 13 Jahre später, stellen wir fest, dass in diesem technologischen Wettbewerb, den es da gegeben hat über das EEG, es ganz klar zwei Gewinner gibt, nämlich Wind und Photovoltaik. Und man muss das so deutlich sagen, die Ausbauziele, die wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte haben, die lassen sich nicht mit den anderen erneuerbaren Energieträgern auch nur annähernd realisieren. Die können wir nur mit 90% und mehr Wind und Photovoltaik schaffen. Wir sind nicht so mit Wind ausgestattet wie andere Gegenden auf dem Planeten, North Dakota oder Skandinavien oder Chile, aber wir haben genug Wind, wir haben auch genug Standorte. Wir sind auch nicht der Sonnengürtel dieser Erde, aber wir haben genug Sonne auch hier an unserem Standort, um damit den Umstieg von fossiler und nuklearer Erzeugung hin auf Erneuerbare zu schaffen. Aber diese beiden Energieträger, Wind und Sonne, haben Eigenschaften, die sich fundamental von dem unterscheiden, was wir aus der Vergangenheit kennen. Erstens, sie produzieren Strom nicht nach der Nachfrage, auch nicht nach dem Börsenpreis, sondern ausschließlich nach dem Wetter. Zweitens, sie fluktuieren sehr stark. Wir haben jetzt über 33 Gigawatt Photovoltaik installiert, morgens um 6 Uhr 0, mittags gegebenenfalls über 25 Gigawatt, wenn wir sonniges Wetter in Deutschland haben, und abends dann wieder null. Und beim Wind ist das ähnlich, wenn er ein entsprechendes Gebiet durchzieht. Und die dritte Eigenschaft, neben wetterabhängiger Stromproduktion, stark fluktuierend, ist, dass diese beiden Technologien, die Ökonomen würden sagen, grenzkostennahe null haben, das heißt, sie haben keine Betriebskosten. Mit der Investition bezahle ich den Strom für die nächsten Jahrzehnte. Das ist anders als beim nuklearen oder einem Braunkohle, einem Steinkohle- oder Gaskraftwerk. Da zahlen Sie während des Betriebs der Anlage mindestens noch mal genauso viel wie zum Zeitpunkt der Investition. Also Sie müssen ja Brennstoffe bezahlen, Personal, gegebenenfalls CO2-Zertifikate. Und das ist bei Wind und Photovoltaik nun mal ganz anders. Und diese drei Eigenschaften, die werden uns zwingen, in den nächsten Jahren unser Stromsystem neu zu erfinden. Weil jetzt passiert etwas. Am Anfang hat das keiner so richtig mitbekommen, weil wenn man 5 oder 6 oder 7 oder 10% hat, dann
zeigt sich das noch nicht so, aber heute sehen wir das schon. Wenn wir entsprechende Wetterbedingungen in Deutschland haben, dann haben wir Zeiten, wo wir 50% und manchmal sogar schon 60% oder 70% Strom aus erneuerbaren Energien haben. Und die fossilen und nuklearen Kraftwerke, die früher nur, ich sage jetzt Anführungsstrichen, nur so gefahren werden mussten, dass sie sich an die schwankende Nachfrage anpassen konnten, müssten sich jetzt in zwei Richtungen anpassen, nämlich einmal immer noch an die schwankende Nachfrage, aber auch an die fluktuierende Einspeisung, insbesondere von Wind und PV. Das sind also neue Herausforderungen an dieser Stelle, die wir technisch lösen müssen. Das geht nur mit mehr Flexibilität auf allen Ebenen. Und wir müssen sie natürlich auch von der ökonomischen Seite her lösen. Und damit komme ich jetzt auch zu dem zweiten Thema, zu der zweiten These, nämlich dem Wendepunkt. Wir haben in dieser ersten Phase der Energiewende ungefähr 20 Milliarden Euro ausgegeben für die Lernkurve. Aber das hat sich gelohnt. Wenn wir uns jetzt diese beiden Energieträger, die im Mittelpunkt der Energiewende stehen werden, anschauen, nämlich Wind und PV, dann werden wir jetzt in der Lage sein, Strom zu denselben Kosten zu produzieren wie mit neuen Gas- und Kohlekraftwerken. Und das ist der Kern unseres Vorschlages EEG 2.0, dass wir gesagt haben, wir sind in der Lage jetzt, wenn wir uns konzentrieren auf die kostengünstigen Energieträger, Erneuerbare, in der Lage, eine Obergrenze zu definieren und zu sagen, keiner kriegt mehr als 8,9 Cent. Und jeder, der aus der Stromwirtschaft kommt, weiß, Sie können kein Kohlekraftwerk, kein Gaskraftwerk bauen, wenn Sie nicht 8 bis 9 Cent pro Kilowattstunde mit diesem Kraftwerk verdienen. Das heißt, wir können jetzt in der nächsten Phase, wo es jetzt von 25% in Richtung 40% geht, die Kosten für die Erneuerbaren dramatisch senken. Wir müssen nur etwas tun. Wir müssen nämlich jetzt auch die Konsequenz ziehen von 13 Jahren Technologieförderung und sagen, okay, auch die anderen Technologien haben eine Chance gehabt, aber sie sind im Verhältnis zu Wind und Photovoltaik jetzt für den massenhaften Ausbau teilweise schlicht und einfach zu teuer. Und mir muss mal jemand erklären, warum ich in Norddeutschland, wenn ich die Kilowattstunde Strom dort aus einer Windkraftanlage für 6 Cent bekommen kann, warum ich dann das Vierfache bis zu 25 Cent für Biomasse bezahlen soll. Ja? Also, das ist genau jetzt die Diskussion, die geführt werden muss. Die Energiewende ist aus meiner Sicht, wenn ich die Gesamtkosten betrachte, gefährdet durch zwei große Kostenirrtümer. Nämlich auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sagen, lasst uns das alte Stromsystem so lange wie möglich so erhalten und dann bauen wir Neues mit Erneuerbaren daneben. Das ist diese ganze Diskussion, Erneuerbare nur mit Speicher. Das wird sehr, sehr teuer, wenn wir das machen würden. Und die andere Kostengefahr ist, dass wir sagen, wir machen die Technologieförderung so weiter wie in den letzten 13 Jahren und wenn da Energieträger da sind, die 4- oder 5-mal so viel kosten, dann fördern wir die auch noch, weil wir machen ja nochmal 13 Jahre Technologieförderung. Auch das wird teuer. Aber da wir jetzt einen Punkt erreicht haben, und das ist eine ganz wichtige Message nach draußen, die hat eine wirklich revolutionäre Kraft, dass wir nämlich hier gelernt haben, am Standort Deutschland Wind- und Photovoltaikanlagen so zu betreiben, dass sie Strom produzieren, ohne Mehrkosten gegenüber neuen Kohle- und Gaskraftwerken, das ist natürlich jetzt auch die Chance, diese nächste Phase der Energiewende kostengünstig zu realisieren. Und ich stimme voll zu. Ich bin ja den Briten schon fast dankbar, dass sie jetzt diesen Vertrag mit den französischen und chinesischen Kernkraftwerksbetreibern abgeschlossen haben. Wir fördern erneuerbare Energien mit einer festen Zusage ohne Inflationsausgleich für 20 Jahre. Die Briten sagen jetzt 35 Jahre mit Inflationsausgleich und dann kommen noch alle möglichen andere Sachen dazu. Je nachdem, welche Inflationsmate man jetzt für die nächsten Jahre annimmt, ist Kernkraft, CO2-freie Stromproduktion mit neuen Kernkraftwerken mindestens 50% bis zu 100% teurer als Wind- und Photovoltaik in Deutschland. Das ist doch mal eine Nachricht nach 13 Jahren Technologieförderung. Und was ich mir jetzt wirklich wünsche, ist, dass bei diesen Koalitionsverhandlungen in Berlin jetzt auch Prioritäten gesetzt werden. Dass da jetzt nicht irgendwelche falschen Sachen gemacht werden, die letztlich dazu führen, dass der Ausbau langsam und teuer weitergeht, sondern ich möchte, dass er schnell und kostengünstig weitergeht. Und das können wir schaffen. Und ich will auch hier sagen, auch wenn du, Edith, vorhin geklagt hast über die Kostendebatte, ich bin sehr viel im Ausland unterwegs. Und spätestens nach einer halben Stunde kommt die Frage, wie wollt ihr Deutschen das eigentlich schaffen? Diesen Umstieg von nuklearer und fossiler
Stromerzeugung auf Erneuerbare und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit eures Standortes erhalten? Diese Frage ist nicht nur berechtigt, sie trifft den Kern. Denn die entscheidet einmal darüber, ob in einigen Jahren und Jahrzehnten dieses deutsche Experiment als Erfolgsgeschichte in die Geschichtsbücher eingeht oder als großer Flop. Wir werden genau beobachtet mit dem, was wir hier tun. Und wenn wir das hinkriegen, in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt umzusteuern von Nuklear und Fossil auf Erneuerbare und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten, dann wird davon ein unglaubliches Signal ausgehen. Das wird möglicherweise von dem Effekt her viel größer sein als die bisherigen Klimaverhandlungen. Ich sage nicht, dass die überflüssig sind. Aber wenn es plötzlich kostengünstiger ist, mit regenerativen Energiequellen Strom zu produzieren, ja, dann werden das andere natürlich auch tun. Nur wir müssen jetzt zeigen, dass wir auch das Stromsystem dafür organisieren können, auch den Markt dafür organisieren können, dass diese Entwicklung eine Chance bekommt. Vielen Dank.